Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von A Let's Play Total War Saga Thrones of Britannia mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir spielen die mächtigen Westsachsen bzw. Wessex. Und jetzt muss ich erstmal was auflösen, das habe ich total vergessen. Ich hatte ja mal in Part 4 oder 5 dieses Let's Plays die Frage gestellt, wie hoch denn die Weltbevölkerung wohl gewesen sei zu dem Zeitpunkt, in dem dieses Spiel hier angesiedelt ist. Und es gab viele Leute, die geraten haben und dazu, also es war die ausdrückliche Aufforderung, einfach mal nur zu schätzen, ohne das jetzt direkt irgendwie auf Wikipedia oder sonst wo nachzugucken oder welche Quellen ihr auch sonst immer heranzieht. Und es waren echt viele verschiedene Schätzungen dabei, von 100 Millionen bis 1 Milliarde oder so, oder bis 2 oder 4 Milliarden waren tatsächlich viele Schätzungen dabei. Ganz kurz, um das jetzt noch aufzulösen, und dann sind wir sofort wieder da mit dem Gameplay. Man geht davon aus, dass die Weltbevölkerung vor ungefähr 1000 Jahren, ne, das trifft so in etwa ja diese Zeit, die wir hier behandeln, zwischen 250 bis 350 Millionen Menschen auf der gesamten Erde lebten. Auf der kompletten Erde, ja? Auf der ganzen Erde. Jetzt nicht nur in Europa oder sonst irgendwo, sondern auf der ganzen Erde, auf dem ganzen Planeten Erde lebten ungefähr, so schätzt man, vor 1000 Jahren 250 bis 350 Millionen Menschen. Die UNO geht davon aus, dass es 310 Millionen Menschen waren. Das ist total schwierig, da genaue Zahlen zu finden. Ich würde sogar behaupten, es ist eigentlich unmöglich, das ganz genau zu beziffern. Denn anhand von welchen Daten soll man das denn machen? Also so viele Skelette liegen gar nicht vor, dass man das irgendwie eruieren könnte. Es liegen gar keine demografischen großartigen Untersuchungen irgendwie vor. Klar, es gab immer mal wieder so Volkszählungen. Die Römer haben sowas ja teilweise wohl gemacht. Aber das waren immer nur kleine Ausschnitte von Bevölkerungen, die da eben geliefert wurden. Und die müssen ja dann auch überliefert worden sein. Also statistische Volkszählungen mit einer relativen Genauigkeit, die wurden ja erst, ich würde mal sagen, regelmäßig halt eher auch so im 19. Jahrhundert oder so durchgeführt. Die sind eigentlich ein Phänomen, zumindest können wir das mal so festhalten, die sind ein Phänomen der Neuzeit. Ja, eine genaue Buchführung. Was man natürlich noch hat, das sind klar, das sind so Geburts-, Tauf- und Sterberegister in den Kirchen, aber auch die repräsentieren ja auch nur einen geringen Teil der Weltbevölkerung in dieser Zeit und sind also auch nicht vollständig, ne? Auch da, das ist ja auch immer mit einem gewissen Aufwand betrieben. Naja, also dann, so ein Wert zwischen 250 und 350 wird es gewesen sein. Man geht davon aus, dass im Chinesischen Reich zu Beginn unserer Zeitrechnung, also im Jahr 0, ungefähr 75 Millionen Menschen lebten. Wobei hier Chinesisches Reich sich tatsächlich auf die, in etwa auch auf die Ausdehnung des heutigen China bezieht. Und man geht davon aus, dass im Römischen Reich ungefähr 57 Millionen Menschen lebten. Das ist schon unfassbar groß, aber ja nur zum Vergleich. Heute leben ja allein in Deutschland über 80 Millionen Menschen. Das heißt, die Bevölkerung Deutschlands alleine ist schon größer als die des Römischen Imperiums, obwohl das ja ein viel größeres Territorium umfasst hat. Das heißt ja aber auch, und damit möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen auf meinen Punkt zurückkommen, warum die Wikinger hier tatsächlich so landen konnten. Ich glaube, das habe ich in dem Northumbria-Let's Play auch gesagt, ne? Warum sich die Wikinger hier so festsetzen konnten. Diese ganzen Gebiete hier, gerade auch so die Highlands und so, das war ja alles unfassbar dünn besiedelt. Also man konnte tatsächlich tagelang durch die Gegend laufen, ohne auch nur einem Menschen zu begegnen. Nicht umsonst geht man davon aus, dass wenn man heute, sagen wir mal, ich wohne ja hier in Köln, wenn ich jetzt hier aus meinem Haus rausgehe, beziehungsweise aus meiner Wohnung, aus dem Haus raus und dann in die U-Bahn steige und dann zur Arbeit fahre, dann habe ich auf diesem Weg schon mehr Menschen getroffen als die meisten Menschen, oder bin ich schon mehr Menschen über den Weg gelaufen, als die meisten Menschen in der Antike wahrscheinlich in ihrem gesamten Leben. Ja, also alleine wir sehen in unserem Feld, in unserem Sichtfeld, haben wir Kontakt zu mehr Menschen, als die Menschen in der Antike wahrscheinlich in ihrem gesamten Leben. Das ist natürlich auch so ein bisschen unrepräsentativ, aber trotzdem, um sich das mal zu verdeutlichen, die Welt ist unglaublich dünn besiedelt in dieser Zeit. So,
Und jetzt wollen wir erstmal sehen, wie unsere Vasallen hier Ostanglien platt machen. Der hat noch 9 Regimenter da drin, aber der muss sich jetzt hier mit über 60 Regimentern gleich rumprügeln. Was wollen wir machen? Wir wollen Vorräte auffrischen. Ja, haben wir schon aufgerüstete Vorräte. Du kannst also direkt weiter Richtung Süden laufen. Unsere Marine ist vorbereitet. Du bist aus irgendeinem Grund Marineoffizier geworden. Brauchst du gar nicht zu sein. Nehmen wir noch irgendwie eine Einheit mit. Ich möchte eigentlich keine Heerbannen mehr auswählen. Nochmal Tarnen nehmen vielleicht. Sollen wir nochmal Tarnen nehmen? Das muss ich nochmal gerade gucken. Die Männer stehen zum Dienst bereit. Jesus führe uns. Hat er gerade gesagt, Jesus führt uns? Wir werden unser Möglichstes tun. Wie auch immer. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, pass auf, nimmst du die mal mit. Wir wollen natürlich auch jetzt versuchen, durch Technologie und Ähnliches unseren Kriegseifer hochzupushen. In Position bringen. Auch hier, du holst dir mal ein bisschen Versorgungsstärke, bitte. Dafür wurden die Männer ausgebildet. Und du hast bereits einiges an Versorgungsstärke. Ne? Auch du hoppelst mal hier so ein bisschen weiter. Tatsächlich ja auch die Kirche ein ganz wichtiger kultureller, determinierender Faktor. Hier, wir wollen jetzt mit dem Burschen irgendwo am besten hin. Hier oben müssen wir, glaube ich, hin, dahin, ne? Da brauchen wir aber Vorräte, denn wenn wir die nicht haben, dann kriegen wir ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Verschleiß, ne? Okay. Will ich noch was in meine Siedlungen investieren? Ich habe nur diesen doofen Sturmmodifikator, ne? Der nervt noch. Ne, wir sparen mal noch eine Runde. Ich will nicht kein Gold, das Geschäft versüßen. Ne, 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 sorry, du bist eh im Eimer. Das ist ja ganz gut. Ich muss gleich mal noch ein bisschen nach der Zufriedenheit meiner Vasallen gucken. Mal den Ladebildschirm teilweise rausgeschnitten. So, Ostanglien ist weg. Heilige Geburt. Tod eines Kindes. Sehr schade. Mission erfolgreich, 2 Punkte Einfluss für Alfred. Wo sind die Wikinger? Noch nicht zu sehen. Die Weisen versammeln sich noch für eine Runde. Einfluss ist nur 8? Moment mal. Wenn der doch... Wir bleiben auf Kurs. Du musst mittlerweile 10 Punkte Einfluss haben. Genau, sehe ich doch hier. Aber dann gilt das vielleicht erst ab nächster Runde, oder was? So, und jetzt sagst du mir mal, wann bist denn du da? Oh, damn. Dann bleib mal hier. Oh Gott, ich kann die jetzt aufwerten. Machen wir mal für 6.000. Nice. Gute Armee mittlerweile jetzt. Wir erwarten eure Befehle. Marschiert los, Männer. Für die Engelkind. Bitte hier weiter auffüllen. Jesus, führe uns! Ja, der sagt tatsächlich, Jesus, führe uns. Meine Krieger sind eisern und ehrlich. Das ist doch fein. Bereit zum Kampf! Und hier geht das, weil wir da eine Schmiede drin haben, ne? Okay, Schmiede Stufe 2 sogar. Den kann ich dann aber erst nächste Runde aufwerten. Dafür wurden die Männer ausgebildet. Ja, du wirst natürlich auch wieder Quartiermeister, um die Vorräte schneller auffüllen zu können. Und bevor ich den total übersehe... Genau, du läufst besser mal hier hin, ne? Wir erwarten eure Befehle. Nächste Runde. Du kannst jetzt erstmal noch ein bisschen hier bleiben. Und du bist ein Statthalter, Schreiber. Viele haben ja auch gesagt... Vielleicht gehe ich da auch noch gerade drauf ein... ich sollte ihm doch hier diesen ich sollte den Statthalter doch auch mal gerne diesen Hingabebonus geben, weil der die öffentliche Ordnung verbessert. Das ist durchaus ein sinnvoller Punkt. Ich versuche das aber in Bälde durch den, ich
werde das aber in Bälde versuchen, durch meinen Kriegseifer zu regeln. Jetzt brauchen wir erstmal nur diese eine Provinz. Und dann haben wir, glaube ich, den ersten Sieg schon erreicht. Oder errungen. Ach, schaut mal hier, die Wikinger greifen uns an. In Kent angegriffen. Da werden die ja wahrscheinlich mit einer großen Armee ankommen wollen, oder? 15 Regimenter, ja, das ist tatsächlich viel, ne? Das ist mit dem Gefolge echt nervig, ne? Da fehlt mir jetzt halt natürlich hier Gefolgespeerinfanterie. Das wäre so eine Einheit, die ich jetzt hier gut dann gebrauchen könnte, ne? Wir haben aber noch einen ganz ansehnlichen Pool an Einheiten hier. Können wir offenbar noch aus dem vollen Schiffen. Was ist das denn? Der plündert hier vor meiner Haustür. Das sind auch Wikinger, ne? 13. Da können wir aber gar nicht so viel machen, solange die sich noch nicht an Land befinden. Wir werden unser Möglichstes tun. Wir sind bereit. Rücken wir vor. Denn solange die sich nicht an Land befinden. Dafür wurden die Männer ausgebildet. Das Gefecht wartet. Kriege ich ja extremste Mali wegen, wenn ich gegen die auf See kämpfe. Beziehungsweise die Wikinger kriegen halt eben keine Mali. Ich krieg die Mali dann, ne? Warum willst du hier. Das verstehe ich jetzt halt nicht zum Beispiel. Lauf mal weiter. So, jetzt muss ich gleich mal gucken. Jetzt kriege ich ja minus 15er Modifikator. Genau, immerhin minus 10. Ich werde es also lang genug durchhalten. Loyalität. Da müssen wir ein bisschen Grundbesitz verteilen. Der ist bereits Grundbesitzer. Wenig Grundbesitz. Okay. Bin mit der Mechanik noch nicht so ganz zufrieden, habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Wir werden unser Möglichstes tun. Bereit zum Dienst. Abmarsch! Gar nicht so schlecht, wenn er hier in der Nähe bleibt, ne? Die Männer stehen zum Dienst bereit. Rücken wir vor. Bereit und willig. Die werden sich hüten. Schick den einen Burschen mal ein bisschen hier rüber. Vielleicht müssen wir irgendwo bald noch eine zweite Armee ausheben. Zwei Regimenter gehen ja noch. Zwei Heerbanner. Da geht vor allen Dingen noch ein Regiment Tane. Die haben kein Schild, aber schönere Rüstungs- und Nahkampfschadenwerte, ne? Gegen die Wikinger brauchen wir auf jeden Fall solche Einheiten. Gut, nächste Runde. Also ich lasse es jetzt vielleicht mal an, damit ihr sehen könnt, wo sich die anderen Fraktionen vielleicht hinbewegen. Ja, das ist schon mal ganz gut, der kommt jetzt hier runter gesegelt. Der will die Küste runter plündern, ne?
So. Bleib du aber ruhig mal hier in der Provinz stationiert. Ich glaube, hier müssen wir hin, ne? Staffordshire brauchen wir. Das hat gerade geleckt. Staffordshire brauchen wir, wollte ich sagen. Und ich denke gerade, es liegt vielleicht an meiner Platte, auf die ich aufzeichne. Das ist höchst unerfreulich. Verstärkungsreichweite für alle Charaktere. Ich hätte keinen Zugang bei denen. Ah ja, witzig. Okay, gut, ich bin ja nächste Runde... Oh, minus 41. Ich bin ja nächste Runde wieder raus, ne? So, wir müssen mal gerade noch hier so ein bisschen nach den Abkommen mal kurz sortieren. Genau, mit denen sind wir im Krieg. Kent mag uns. Mercy mag uns auch. Sussex mag uns auch. Glisswig mag uns auch. Der Fener mag uns auch. Und also jedenfalls, die mögen uns auch. Ist mal ganz ihr gut. Ihr dürft eintreten. Mehr verspreche ich nicht. Wir kriegen erstmal ein Geschenk von mir. Das ist mal ganz brauchbar. Und jetzt müssen wir halt, also wir bekommen die, glaube ich, jetzt echt so langsam auf unsere Seite. Wobei es natürlich über Events natürlich immer passieren kann, dass die unabhängig werden. Ne? Da müssen wir natürlich mit rechnen. Das kann durchaus sein, dass uns da irgend so ein Event dazwischen fuchst. So nach dem Motto so, ja, ach übrigens. Ne? Und dann hier, zack, dann kriegst du auf einmal Ärger. So, wollen wir hier nochmal die Schmiede ausbauen? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wo haben wir noch, Stufe 3 ausbauen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das machen wir weg, dann machen wir lieber eine Garnison rein. Da haben wir erstmal mehr von. Öffentliche Ordnung ist hier bei plus 6. Dann produzieren wir noch Silber. Das ist ja tatsächlich auch eine ganz wichtige Ressource, die durch die Römer schon sehr intensiv genutzt wurde. Blei und Silber, das waren ganz wichtige Rohstoffvorkommen, die die Römer in seiner Zeit oder in ihrer Zeit schon in Britannien versucht haben zu nutzen. Oh, die haben Hastings eingenommen, das ist natürlich nicht gut. Wir erwarten eure Befehle. Der Sieg ist sicher. Gott marschiert mit uns. Wenn das so ist. Wir werden unser Möglichstes tun. Ja, dann nehmen wir das jetzt hier mal auf uns, dass wir hier einen Versorgungsmalus bekommen. Dafür wurden die Männer ausgebildet. Warum fehlt jetzt bei dir die Route? Wir marschieren zu Ruhm. Oder die Routenfestlegung, eigentlich ist auch komisch. Ich finde es nach wie vor schade. So.
So, jetzt bekommen wir nur noch minus 5 Versorgung, ne? Halleluja. Das macht gewisse Dinge viel, viel einfacher. Insbesondere das total willenlose Erobern irgendwelcher Provinzen in Übersee, worauf wir es angelegt haben werden. Schade, dass ich hier nichts Genaues von der Armee sehe. Ja, Verstärkung ist jetzt hier halt sehr niedrig, ne? Wir bekommen auch hier minus 10er Modifikator. Aber wenn wir Schwein haben, ist er in 2 Runden auch da. Dann müsste das eigentlich klappen, wenn wir das ein bisschen koordinieren. So, und dann müssen wir auch noch hier den Brüdern, müssen wir auch noch den Krieg erklären. Typischer Wikinger, fremdenfeindlich. Wikinger durch und durch, hasst Imperien. Müssen wir gucken, wer hasst uns denn noch so? Nordengland hasst uns. Das könnte ein großer Krieg noch werden. Wir kriegen jetzt übrigens keinen Border Wars Modifier, oder keinen Grenzkrieg Modifikator, weil wir da keine direkte Grenze zu haben. Aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt hier gerade noch während der Aufnahme die Festplatte wechseln, auf die ich aufnehme. Das mache ich nachher. Und ich glaube auch, wenn wir uns so unser Einkommen angucken, was wir so momentan... Das haben die bestimmt geplündert, ne? Verschwörung. Stammfolgen. Bei Hof machen Gerüchte die Runde, dass eure adlige Herkunft so adlig vielleicht gar nicht ist, was ja auch nicht ganz... ja, wobei, doch, nee, doch, die ist... Das ist so beschritten. Und den Leuten wird ein alternativer Stammbaum eurer Familie gezeigt. Der Ursprung der Gerüchte wurde zu diesem Mann zurückverfolgt. Minus 1 Loyalität für 6 Runden. Für wen? Weil der hat ja schon so viel Einfluss. Bei dir jetzt... Ja, plus 5 öffentliche Ordnung, sehr cool. Gewaltiger diplomatischer Bonus gegenüber allen Fraktionen. Niemals. Oh, der hat Einheiten ausgehoben, das gefällt mir nicht. Alle Streitkräfte in Position. Wir erwarten eure Befehle. Vorrücken! Dafür wurden die Männer ausgebildet. Alle vorwärts! Ja, wobei die Position hier eigentlich ziemlich unschlau ist. Wir bauen mal ein bisschen die Ressourcenproduktion aus. Nahrung haben wir genug. Schafe übrigens, auch das wieder so ein Ding. Man vermutet, dass die Schafe durch die Römer nach Großbritannien gekommen sind. Oder zumindest ist die Schafzucht durch die Römer extrem populär gemacht worden. Oder extrem wichtig geworden. Alleine das Rüberlaufen dauert halt so lange, ne? Und ihr seht schon, wie viel
Der ist schon nur noch bei 75, ne? Ihr seht, wie viel er da verloren hat. Das ist schon krass. Alle anderen Vasallen sind ja eigentlich recht loyal. Aber wie machen wir das jetzt mit den Wikingen, mit dieser Wikinger-Armee? Die wird ja immer größer werden. Aber vielleicht, dann haben wir vielleicht eine schöne Feldschlacht. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Jetzt plündert er noch eine andere Stadt. Euer Gegenbeweis hat Gelehrte im ganzen Land dazu ermuntert, mit eigenen Versionen eures Stammbaus aufzutauchen. Diese Farce beenden. Lasst einen Erzbischof die Echtheit eures Dokuments bescheinigen und die anderen zur Fälschung erklären, ganz einfach. Wahre Stammesfolge. Minus 3 öffentliche Ordnung in allen Regionen oder plus 3 öffentliche Ordnung und dadurch verlieren wir 2 Punkte Einfluss. Ja, ach, aber komm, da können wir doch nicht, ne? Also, ist doch ganz klar. Mission erteilt. Vernichtet Glivisik oder macht es zu eurem Vasallen. Unser Kriegseifer wird gesteigert. Wie lange brauchen wir noch für die Tech? Noch 13 Runden, dann haben wir also noch so lange Zeit. Aber vorher lohnt sich das nicht, sonst tickt es ja wieder gegen 0. Öffentliche Ordnung ist nur hier drüben schlecht, alles klar. Das ist aber schon mal ganz gut für mich zu sehen, ne? Das geht nicht. Wir werden unser Möglichstes tun. Marschiert los, Männer! So, und wo ist Alfred? Die Männer stehen zum Dienst bereit. Da oben, das ist seine Armee, ist es richtig? Keine Chance. Ich glaube ja, oh guck mal, da oben ist sogar noch. Da ist sogar noch eine Rebellenarmee. Okay, ich glaube, dann machen wir den aber nächste. Dann machen wir den platt jetzt demnächst, ne? Der hat nur diese eine Provinz. Nutzt meine Gastfreundschaft nicht aus! Wir sind bereit, euch entgegenzutreten! Wir werden unser Möglichstes tun. So. Machen wir bitte automatisch. Vorrücken! Dafür wurden die Männer ausgebildet. Wir können sie besiegen. So, dann laufen wir jetzt mal dahin. Und ich würde mir die, glaube ich, sogar selbst unter den Nagel reißen. Kommt, in die nächste Runde gucken wir noch rein. Ich bin gespannt. Wo ziehen die Wikinger jetzt hin? Oh, warte mal. Wir sind noch mit einer anderen Fraktion jetzt im Krieg, wenn ich das richtig sehe. Da hätte ich besser mal aufpassen sollen. Der hat ja noch einen Overlord. Aber gut, der hat zum Glück auch keine direkte Grenze zu uns. Dann werden wir das schaffen. Aua. Zusammenschluss der Wikinger. Warte mal, du willst mir jetzt aber nicht sagen. Okay, ich wollte gerade sagen, du wolltest mir jetzt aber nicht sagen, dass das Ding da unten jetzt den Wikingern gehört, ne? Die Männer stehen zum Dienst bereit. Die werden sich hüten. Alle Streitkräfte in Position. Gott marschiert mit uns. Alle Streitkräfte in Position. Nicht möglich. Die sieht nicht so stark aus, die Armee. In Position bringen.
Wird jetzt Verschleiß bekommen. Du! Okay. In Position. Dann guck mal hier hoch. Wir bleiben auf Kurs. So, und die Stadt erobern war aber in der nächsten Runde erst. Bis dahin sage ich, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.